Aus meiner Sicht sind die Märkte jetzt in einer brandgefährlichen Situation, weil es ein Mismatch, einen Widerspruch gibt zwischen der Ideologie der Fed auf der einen Seite und dem Glauben der Märkte auf der anderen Seite. Was ist die Ideologie der Fed nun? Die Fed hat als oberste Priorität gewissermaßen zu verhindern, dass sich die 70er Jahre wiederholen, als die Inflation nach oben ging. Die Fed hob die Zinsen an, die Inflation, die Fed senkte die Zinsen, dann schoss die Inflation wieder nach oben, vor allem wegen der Revolution im Iran. Das ist das Mantra, das ist die Ideologie der US-Notenbank und es ist ja nichts wirkmächtiger als Glaube und Ideologie bei den Menschen. Es sind Welterklärungssysteme, es sind Handlungsanleitungen, wie ich die Welt verstehe und darin agiere, und da lässt man sich teilweise durch Fakten auch nicht beirren. Wenn sie der Ideologie widersprechen, dann sagt man sich, dann sind die Fakten eben falsch und nicht meine Ideologie. Und die Märkte haben das Problem, dass sie sagen, nee, die Inflation, die kommt nicht wieder rauf, die wird fallen und das war's dann mit der Inflation, und dementsprechend hat die Fed Unrecht. Faktisch wetten also die Märkte gegen die Fed, aber sie wetten damit gegen eine Ideologie, denn die Fed wird sagen, naja, die Inflation kommt runter, aber wer sagt mir, dass sie nicht wie in den 70er Jahren wieder nach oben kommt, deswegen müssen wir die Zinsen weiter oben behalten. Und das ist dieses Mismatch, dieser Widerspruch, der für die Märkte gefährlich ist, weil am längeren Hebel sitzt die Fed. Sie ist die Spenderin oder eben Entzieherin von Liquidität, und Liquidität ist das Wichtigste an den Märkten. Das haben wir nicht zuletzt in der Corona-Krise gelernt, mit totalem Lockdown, aber die Märkte nach oben geschossen, weil die Fed eben Liquidität ins System gespült hat. Und das ist die Ausgangslage, in der ich jetzt die großen Risiken sehe für die Märkte, warum ich glaube, dass diese Fed-Bluff-Rally nicht mehr funktionieren wird oder nicht mehr lange funktionieren wird. Gestern hatten wir ja die Inflationsdaten außer den USA, die waren wie erwartet. Wir sehen ja hier diesen ganz klaren Abwärtstrend und die Märkte sagen sich, ist doch offenkundig, die Inflation geht nach unten, alles spricht dafür, dass sie weiter nach unten geht. Die Fed sagt, na und? Wer sagt mir, dass sie nicht wieder nach oben geht? Das ist der entscheidende Punkt, und genau das hat James Bullard, Chef der St. Louis Fed, gestern gesagt. Um eine Wiederholung der 1970er Jahre zu vermeiden, muss die Fed die Zinsen oben halten und damit garantieren, dass die Inflation wirklich nach unten kommt. Hier unten in der Mitte sehen wir nochmal die Inflationsentwicklung in den 70er Jahren, die zweite Runde der Inflation. Das wird als Fehler gesehen, als Versagen der Fed gesehen damals, dass man eben die Zinsen gesenkt hat, um sie dann später wieder anheben zu müssen. Und deswegen sagt Bullard auch, ja, die Zinsen müssen über 5% steigen, as soon as possible, so schnell wie es geht. Und dann sagt er zu Inflation und den Markterwartungen und sagt eben, I don't think there's enough pricing being put on that possibility, dass die Inflationsrisiken eben doch höher sind, dass die Inflation wiederkommt. Also Bullard sagt ganz klar, die Märkte liegen falsch. Das zeige auch die Geschichte, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die Inflation dann ganz schnell wieder verschwindet und alles ist gut. Sondern das ist sozusagen wie so ein Ungeheuer, das wieder aufersteht. Deswegen musst du dieses Feuer wirklich austreten, darfst nicht erlauben, dass irgendwo noch eine Glut vorhanden ist. Deswegen musst du es ernst meinen. Deswegen musst du die Zinsen oben halten, komme, was da wolle. Und die Märkte sagen, nö, die Fed, die wird dann die Realität anerkennen müssen. Aber die Fed hat eine Ideologie, die steht über der Realität. Und diese Ideologie ist so lange gültig, als man immer eben sagen kann, naja, die Inflation, die kann ja jederzeit wiederkommen. Das ist genau das ganz, ganz große Thema aus meiner Sicht. Harker hatte sich gestern geäußert. Auch er will die Zinsen über 5% anheben, auch in kleinen Schritten, wenn auch in kleinen Schritten. Bullard will also schnell, wahrscheinlich jetzt nochmal 0,5er Schritt und dann nochmal 0,25. Harker sagt, na, lass uns jetzt nur noch 0,25er Schritte machen, weil wahrscheinlich das Schlimmste in Sachen Inflation kurzfristig erstmal überwunden ist. Aber beide sind eben der Auffassung, mindestens 5%, wenn nicht mehr und länger, als eben die Märkte bereit sind anzuerkennen. Und Nick Timiraos bringt es auf den Punkt unter Berufung auf Mark Cabana von der Bank of America, der selber bei der Fed gearbeitet hat. Der sagt,
Warum sind die Märkte nicht auf derselben Seite wie die Fed mit den Zinsen higher for longer? Und dann sagt der Market, also die Märkte haben eine ganz andere Sicht auf Inflation. It thinks inflation is going to fall much faster than the Fed does. Aber selbst wenn jetzt die Inflation, wie gesagt, schnell runterkommt, wer sagt, dass sie nicht wieder raufkommt? Das ist der entscheidende Punkt, um den es hier geht. Und hier sehen wir, die Rate Hike Expectations sind gestern gefallen mit den US-Inflationsdaten und wir sehen, dass dieses unwarranted easing der financial conditions weitergeht. Also wir sehen gefallene Renditen, wir sehen latent gestiegene Aktienmärkte, das kann der Fed, das wird der Fed nicht gefallen. Dementsprechend werden wir bald weitere Texte hören. Wir werden wahrscheinlich dann am 1. Februar sehen, wie ernst es die Fed meint, gerade wenn die Märkte eben meinen, sie könnten und würden und müssten weiter gegen die Fed wetten. Und je länger die Fed redet, so Sven Hendrik, über Zinsen von 5% und mehr für ganz lange Zeit, umso weniger glauben die Märkte das. Hier sehen wir mal das, was die Fed Fund Futures einpreisen. Da denkt man also, die sind fast fertig jetzt und dann wird es auch wieder nach unten gehen mit den Zinsen. Warum denken das die Märkte? Natürlich, weil die Fed eine ganz schwache Performance geliefert hat in ihren Prognosen. Sie hatte diese Inflation nicht kommen sehen. Transitory geht wieder vorbei, ist also davon überrascht worden. Aber jetzt hat sie eine Ideologie. Wir wollen die 1970er verhindern und diese Ideologie, die ist wirkmächtig, die wird Tatsachen schaffen, Fakten schaffen und die Märkte sind nicht bereit, diese Fakten anzuerkennen. Und wie gesagt, am längeren Hebel, glaube ich, sitzt noch die Fed, auch wenn die natürlich auch ihre Zwangslagen hat. Hinzu kommt, wie hier dieser Chart zeigt, die Fed hat noch nie ihren Zinsanhebungszyklus beendet, wenn die Real Fed Funds Rates negativ waren, also die realen Fed Zinsen, könnte man sagen. Also wir sind ja jetzt mit der Zinsrate von 4,5% nach wie vor deutlich unter der CPI-Inflation, also der Headline-Inflation der US-Verbraucherpreise. Also müssen jetzt entweder die Verbraucherpreise weiter runterkommen, was sie wahrscheinlich tun werden, oder die Fed muss weiter nach oben gehen. Aber wie gesagt, es ist dieses Mantra, diese Ideologie der Fed. Und auf der anderen Seite sehen wir Märkte, die jetzt wieder verrückt spielen. Wir haben Meme-Aktien wie Bed Bath & Beyond, Carvana, dieser praktisch insolvente Autovermieter. Wir sehen hier auf der anderen Seite eben auch Bed Bath & Beyond, auch ein Pleiteunternehmen kurz vor der Insolvenz. Hier sehen wir also eine Euphorie, ein Abdrehen der Retail-Kunden, also der Privatkunden wieder, wie wir es aus dem Jahr 2021 kennen. Meme-Stocks sind zurück. Kryptos sind zurück, wieder 8% gestiegen. Stock Market ist up. Recession Fears, naja, gucken wir mal. Und auf Reddit wird wieder gegen Hedgefonds getrommelt, da versammelt man sich wieder, um die Hedgefonds zu squeezen mit ihren Short-Positionen. Also alles wie 2021. Wir sind aber nicht in 2021, sondern wir sind im Jahr 2023 in einem völlig veränderten geldpolitischen Umfeld als 2021. Und für mich ist das ein Warnsignal, dass sich dieses Muster wiederholt, so ein bisschen diese Euphorie, dieses Austicken der Leute, die glauben, sie haben es jetzt wieder im Griff und dann wird das Gegenteil passieren. Heute sind die Banken an der Reihe. JP Morgan, ganz wichtig, 12.50 Uhr. Wir werden bei Finanzmarktwelt berichten. Um 14 Uhr Citigroup. 13 oder 13.30, weiß ich nicht mehr genau, Wells Fargo, BlackRock wird berichten, aber vor allem JP Morgan, 12.50 ist das Wichtigste. Schauen wir uns mal die Lage des Finanzsektors an. Da gibt es ja ein ETF, das diesen Sektor abbildet in die USA. Und schauen wir uns mal den Bullish Percentage Index an. Da sind wir schon ziemlich am Anschlag, könnten aber auch noch ein bisschen weitergehen. Das gilt für die Märkte insgesamt, dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal, die Wall Street fürchtet sich vor der drohenden Rezession. Zinswende treibt Einnahmen im Kreditgeschäft, aber eine Rezession drohte, da werden wir heute mal genau darauf achten müssen, was die sagen in Sachen Rückstellungen für ausfallende Kredite, denn ich hatte es gestern gezeigt, die Schulden der Amerikaner, Kreditkartenschulden vor allem, sind massiv nach oben gegangen. Über 14 Milliarden Dollar zahlt man monatlich nur an Zinsen, oder zahlen die Amerikaner monatlich an Zinsen, weil sie eben versuchen wollen, Wohlstandsverluste durch den Kaufkraftverluste durch
neue Schulden zu kompensieren. Das wird eine toxische Mischung sein. Und hier sehen wir mal die Probability of a recession within the next 12 months, also die Wahrscheinlichkeit. Hier nehme ich am sogenannten Near-Term Forward Spread, also Anleihekurven Pi mal Daumen. Nee, das reicht als Erklärung. Genau wollen wir das ja gar nicht wissen. Jedenfalls ist da die Rezessionswahrscheinlichkeit höher als in der Finanzkrise, höher als in der Dotcom-Crash. Also das ist mal gewesen, wie man in Bayern sagt. Das ist eine ausgemachte Sache, dass es zu einer Rezession kommen wird. Jetzt kommen wir zu den Märkten. Schauen wir uns mal der S&P 500 an, der oben in die Chart. Wir sehen, wir haben diese Abwärtstrendlinie genau erreicht im Bullish und Bearish Signals. Hätten wir nur ein bisschen Platz, also wir sind noch nicht komplett außer Rand und Band, gleichwohl wir sind ziemlich überkauft, und zwar so überkauft wie seit Mai 2022, nicht mehr als der S&P 500 auf 4176 Punkte gestiegen ist und dann deutlich gefallen ist. Gucken wir hier oben mal den S&P 500 und die Junk Bonds an. Die Junk Bonds kommen jetzt an einen zentralen Widerstand. Das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Also die Junk Bonds, praktisch das schwächste Glied der Kette, hat gezeigt, dass wir nicht nach unten absacken, hat diese Rallye angekündigt. Jetzt sind die Junk Bonds nach oben aus meiner Sicht fertig. Selbst wenn der S&P jetzt steigt, wäre das eine negative Divergenz. Dass wir jetzt so stark gestiegen sind, liegt vor allem auch an einem Short Squeeze. 16% sind jetzt in nur 5 Tagen die most geschorteten Aktien gestiegen. Und hier sehen wir mal den VIX, der jetzt in einer neuralgischen Zone ist, an der er eigentlich immer gedreht ist, seit langer Zeit. Und das waren auch Wendepunkte dann beim S&P 500. Schauen wir hier mal, wir sind unter die Marke von 20 gefallen. Gestern VIX könnten noch ein bisschen weiter fallen, 10% ging es nach unten, könnten noch ein bisschen in diesem Chart sehen, sieht das weiter fallen, und da wo dieser schwarze Strich ist, da könnten wir dann eine positive Divergenz bilden, also möglich, dass der VIX noch ein bisschen fällt, die Aktienmärkte noch ein bisschen steigen, S&P 500 nochmal die 4000er Marke testen, vielleicht bis 4029, 4030, wichtiges 78,6er Fibonacci Retracement, hier sieht man das nochmal. Wir sind gestern ziemlich genau auf diesen Measured Move gelaufen von 3.995 Punkten. Ich glaube 3.997, 98 war das hoch gewesen. Und wir sehen Stocks above the 20-Day Moving Average sind wir auch schon sehr, sehr hoch. Kann aber noch ein bisschen höher. Aber insgesamt dürften wir dann diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation im größeren Zeitfenster sehen. Unten sehen wir mal den Nasdaq mit dieser Rising Wedge, die dann aus meiner Sicht nach unten sich auflösen wird. Kommen wir noch zum Geschehen in anderen Bereichen, Japan. Hier sehen wir, dass die Bank of Japan jetzt die Kontrolle über den Bondmarkt verliert. Die Märkte haben praktisch die Yield Curve Control heute Nacht gesprengt, indem die Rendite der 10-jährigen japanischen Anleihe über die Marke von 0,5% gestiegen ist. Jetzt kauft die Bank of Japan mehr als geplant 3,2 Billionen Yen. Das ist der größte Kauf aller Zeiten. Damit hat man praktisch an einem Tag die Hälfte dessen gekauft, was man in einem Monat kauft. Also hier auch Kampf der Märkte gegen eine Notenbank, die allerdings in einer viel schlechteren Position ist. Die japanische Notenbank, der Yen wertet weiter auf. Und auch das ist ein Risikoaversionsparameter aus meiner Sicht. Das wird nämlich bedeuten, dass die Japaner dann ihr Kapital aus dem Ausland abziehen. Wir haben heute dann, wenn wir schon mal in Asien sind, bleiben wir da gleich auch. Wir haben heute chinesische Import-Export-Daten gesehen. Sehr, sehr schwach, waren noch ein Ticken schwächer erwartet hier aus dem Dezember. China Export Slump as Global Demand Drops Off. Das zeigt, dass hier die Rezessionswahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist. Zwei Hinweise noch, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Freitag entlasse. Preisobergrenze für Öl aus Russland. Schwieriger als gedacht. Wer hätte das gedacht, dass das doch schwieriger ist? Erste Artikelempfehlung. Und dann, wie schaut es eigentlich aus mit dem DAX, der ja gestern sogar über 15.100 Punkte gestiegen ist? Wie weit kann er noch steigen? Also diese beiden Artikelempfehlungen. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, oder nehmen Sie das zumindest ernst, dieser Widerspruch zwischen dem Glauben der Märkte und der Ideologie der Fed, das wird der Treiber jetzt in den nächsten Wochen und Monaten für diese Märkte sein. Ich sage Servus und Ciao.